Was wir da wieder auf den Platz gebracht haben, war ja mit unfassbarer Energie wieder besessen, mit einer Defensivarbeit, die echt brutal war. Nach vorne hin muss man sagen, ja, vielleicht den einen oder anderen letzten Pass oder vorletzten Pass nicht optimal gespielt, aber wenn wir vorm Tor waren, immer sehr, sehr gefährlich. Und das macht mich unglaublich stolz, dass wir das als Mannschaft so geschafft haben. Und ich auch ja Teil dieser Mannschaft sein darf, weil ich bin, glaube ich, jetzt 10 Jahre schon bei der Frauennationalmannschaft dabei. Und so ein Team-Spirit, so ein Teamgefüge, wie wir hier in diesem Team haben, habe ich ganz ehrlich noch nie erlebt. Und das macht das Ganze so besonders. Diese Bereitschaft zu haben, wieder nachzugehen, wieder in den Sprint defensiv zu laufen, ich glaube, das war heute ein ganz, ganz großer Schlüssel von diesem gemeinschaftlichen Erfolg. Und von daher war es mega anstrengend, sehr, sehr spannend und am Ende ein verdienter Sieg für uns. Es wird ein großartiges Fußballfest, es ist ein Klassiker im Fußball, England, Deutschland. Und was England hier in diesem Turnier gezeigt hat, das ist natürlich brutal gut. Also jedes Spiel auch bis zum Ende bestritten, voller Dynamik, viele, viele Tore erzielt. Sie strotzen vor Selbstbewusstsein, sie wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber die ersten 30 Minuten gegen Schweden haben auch gezeigt, dass man ihnen auch wehtun kann. Das wird unser Auftrag sein, das zu tun. Und wir spielen im Wembley-Stadion vor, ich denke, 90.000 Menschen, wahrscheinlich sehr, sehr viele, die für England sind und ein paar wenige, die für uns sind. Aber das nehmen wir komplett an.